Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. So, wie wir sehen, holen wir uns den jetzt. War letzte Folge nicht so gerade wohl. Ja. Wie soll man sagen? Nicht gerade erfreut. Ich musste tatsächlich auch alles wieder bis hierhin neu machen. Richtig geil. Aber dafür habe ich herausgefunden, dass es wirklich hilft, hier sich durch die Gegend zu klettern. Supportet das Ganze, das wäre auch noch nice von euch. Jetzt schauen wir mal. Warten natürlich jetzt überall dann. Das wird unser Nachteil werden. Oder das ist unser Nachteil, dass wir echt super unauffällig sein müssen. Aber wie ihr seht, ich kann das Schutzgeld, das Kopfschutzgeld, ja moin. Das Kopfgeld nicht bezahlen, ne? Geht nicht, weil Jagd. Jagd auf den lieben Benham, obwohl er gar nichts gemacht hat. So. Oh shit. Ja, ja, wir sind nicht erwünscht. Kein Problem. So. Puh. Sagen wir mal, bis hierhin haben wir es jetzt schon mal. Die geheimnisvolle Truhe des Widerstands. Oder wie auch immer. Sokrates hatte recht. Genau das haben wir gebraucht. Okay. Triff Sokrates bei der Nyx. Nyx. Machen wir. Können wir da hinten schnell reisen oder so? Geht das vielleicht? Ja, nein. Überhaupt nicht. Okay. Gut. Dann, Lauf, lauf! Lieber Alexis, lauf, lauf. Kann man schnell speichern? Bitte? Ja. Ich will das nämlich nicht nochmal machen. Ah, gar nichts passiert. Auf geht's, Leute. Mal gucken. Wie es jetzt weitergeht. Ich hasse das mit Kopfgeld, ne? Und das Ding ist, ich darf mich ja hier nirgendwo blicken. Ja. Mach noch voll die Action da draußen. Einen kleinen Mauervorsprung hochzuspringen, ja. So. Hoch? Ah ja. Logisch. Hi. Hallo? Gut, du bist hier. Das Volk erwartet bereits meine Ansprache. Sehr gut. Dies solltest du zu deinem Vorteil nutzen können. Das habe ich zu klären gefunden. Mytilene ist nur der erste von vielen Orten, die er auslöschen möchte. Mit dem Einfluss, den er über die Polis hat, bekommt er jedes Mal die Zustimmung zum Töten. Dann liegt es an uns, jetzt und hier ihre Meinung zu ändern. Begleitest du mich? Vielleicht reicht es nicht, vor dem Volk zu reden. Wir müssen ihnen zeigen, warum es falsch ist, Kleon zu folgen. Es überrascht mich, dass du so eine Idee vorschlägst. Ungewöhnliche Zeiten. Waren das nicht deine Worte? Waren sie. Folge meinem Beispiel und tu so, als wärst du einer von Kleons Unterstützern, nicht von mir. Ich tue mein Bestes. Aber Sokrates, Kleon ist ein Mann des Volkes. Sag mir, wenn du jemanden mit dem Schwert verletzt, bist du dann nicht verantwortlich?
Doch. Was, wenn du jemanden anheuerst, um einem anderen zu schaden? Bist du dann auch verantwortlich? Ja, ich wäre verantwortlich. Du bist fast schon zu einsichtig und hast absolut recht. Wenn jemand durch irgendetwas zu Schaden kommt und wir irgendwie beteiligt sind, dann sind wir auch verantwortlich. Wir sind uns einig, dass man anderen auch anders schaden kann als mit eigener Hand. So ist es. Dann lass mich dir noch eine Frage stellen. Wem vertraust du? Der Mehrheit oder dem Einzelnen mit mehr Fachwissen? Oh, ja. Ich folge dem mit dem Fachwissen. Er weiß es vermutlich besser als ich. Dann hängt deine Entscheidung nur davon ab, was ein anderer sagt. Andere Informationen habe ich ja nicht. Und wenn er lügt? Wer mich anlügt, hat mein Vertrauen nicht verdient. Natürlich nicht. Denn schließlich, wenn er dich einmal angelogen hat, wer sagt, dass er es nicht nochmal tut? Richtig. Ja, du hast recht. Dann stimmst du also zu, dass jemand, der lügt, kein würdiger Anführer ist? Natürlich. Oh, Athene! Und ihr? Würdet ihr nicht zustimmen, dass man auch für den Schaden, den ein Mittelsmann verursacht, indirekt verantwortlich sein kann? Würdig! Und würdet ihr jemandem folgen, jawohl, haben wir gut gemacht. Ihr wisst, dass er euch zu seinem Vorteil angelogen hat? Natürlich nicht. Eben. Und aus diesem Grund möchte ich euch bitten und beschwören, hört mich an. Der nämlich, dem ihr momentan folgt, lügt zu seinem eigenen Vorteil. Kleon hat euch angelogen, um eure Zustimmung für den Angriff auf Mytilene zu bekommen. Und wir haben Beweise, dass er es wieder tun wird. Wird dieses Schiff erst in Mytilene sein, hat niemand dort eine Chance zu überleben. Jetzt, wo ihr die Wahrheit kennt, könnt ihr eure Entscheidung zurücknehmen. Wir müssen erneut abstimmen. Das Leben dieser Menschen liegt auch in unserer Hand. Das Schiff muss umkehren. Ja! Oh, ich glaube, die sind nicht begeistert. Das sah jetzt eben nicht so begeistert aus. Das hätte besser laufen können. Aber auch so, glaube ich, kann das Volk die Beweise, die wir vorgelegt haben, nicht ignorieren. Wir haben nur geredet. Wir haben weit mehr getan. Wir haben mit Beweisen und Argumenten für einen Ausgang gesorgt, der nicht nur Kleon schaden, sondern hoffentlich viele Leben retten wird. Aber reicht das auch? Ich glaube, Kleons Untaten werden sich in Athen herumsprechen. Die Athener lieben ihre Stadt und wofür sie steht. Niemand kann sich wünschen, dass sie fällt. Ah ja. Okay. Sind wir hier noch einen komischen Freak finden. Kann man da eine Schnellreise hinmachen? Dahin wäre geil gewesen. Ja, gut. Oder so, in der Art. Gut. Okay. Na, ich würde sagen, ich mache kurz einen Cut und wir sehen uns dann da wieder, wenn wir angekommen sind. So, liebe Leute, wir sind angekommen. Machen jetzt hier weiter. Ging eigentlich ganz easy. Hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich habe nur gedacht, okay, das dauert wieder ein bisschen. Okay. Whoa. Du siehst nicht aus wie ein Schauspieler. Außer du spielst eine Stadtwache.
Ich... Schweig! Ich werde dir ein paar Fragen stellen und du wirst sie beantworten. Aber Befehlshaber Rexenor... Wie heißt du? Bulis. Nun, Bulis, es liegt an dir, ob du lebend hier rauskommst. Hast du verstanden? Ja. Ja. Sag mir, wonach du gesucht hast. Irgendein Stück. Mir sagt doch eh keiner was. Ein Stück? Ich tu nur, was man mir sagt. Und sie sagten, vernichte das Manuskript. Was hast du mit Thespis gemacht? Ein paar der Jungs sollten ihn in der Taverne die Straße runter betrunken machen. Okay. Du solltest mir besser nichts verschweigen. Ich weiß nur, dass sie den Typen beschäftigen sollen. Sieh doch selbst nach in der Taverne. Ja. Und das war alles? Ich befolge doch nur meine Befehle. Ich stelle keine Fragen. Tu etwas, das sich lohnt und komm in meine Mannschaft. Du bist loyal und befolgst Befehle. Ist das dein Ernst? Ja, was sagst du? Und aus Athen rauskommen? Danke. Danke. Machen wir mal so, oder? Dann brauchen wir ihn nicht töten und brauchen keine Angst haben, dass wir verraten werden. Okay. Was nun schon wieder? Wir wollten nur mit ihm reden. Ich glaube, er hatte genug. Und was geht dich das an, Bursche? Ja, was geht dich das? Oh, sieh mal an. Du solltest jetzt gehen. Sein Arbeitgeber schickt mich, Aristophanes. Und? Er ist nicht auf Arbeit. Ja. Nicht auf Arbeit. Aber ich mag ihn. Aristophanes. Lustiger Kerl. Heftige Ansichten. Geradezu gefährlich. Ja, das sind sie. Ich brauche ihn nüchtern und ausgeruht. Ich glaube, du verstehst nicht richtig. Befehlshaber Rexenor hat befohlen, dass er hier bleibt. Ich sag, ich bleibe. Ich will keinen Ärger. Ach, kommt schon. Geht woanders spielen. Das wirst du bereuen. Verschwindet. Dem Geruch nach wisst ihr ja, wo die Ziegenställe sind. Ihr werdet bestimmt schon vermisst. Ich fühle mich nicht so gut. Oh shit, den wollte ich gar nicht. Ich wollte hier unseren Big One holen. So. Der ist echt effektiv. Gut, dass ich das gemacht habe. Ach, da hinten ist noch einer. Warum versteckst du dich denn? Hat er sich einfach da hinten versteckt? So. Mein betrunkener Freund, steh mal auf. Ich soll ihn nach Hause tragen. Ja, Mahlzeit, dann kann ich ja bestimmt nicht klettern. Oder? Nee. Na moin, ey. Er sagte, du trägst eine Maske. Du bist vollkommen sicher, hat er gesagt. Ah, okay. Du bist so stark, Ekater. Was ist mit ihm los? Meine Eltern sagten, ich werde entweder Schauspieler oder Säufer. Ha, die Narren, ich bin beides. Du musst das Ziel auf Boden legen. Leon bringt uns um. So. Danke, aber weiter darfst du nicht gehen.
denn ich kenne wahre Liebe. Ich will nur, dass du morgen auftreten kannst. Natürlich. Und ich will nur meine Muse, meine Liebe. Ich trete nicht auf ohne sie. Oh. Du wirst auftreten. Nicht ohne Ekaterin. Ein göttlicher Name. Für ein göttliches Gestell. Ich meine, Geschöpf. Ah ja. Die Männer in der Taverne. Wer waren die? Oh, die Bewunderer? Harmlos, ehrlich. Ich mag Männer in Uniform. Alles klar. Du musst ausnüchtern. Das Stück ist sehr wichtig. Ekaterin auch. Ohne meine Muse geht es nicht. Bitte, sie ist westlich von hier im Haus der Aphrodite. Wenn das heißt, dass du dann auftrittst, finde ich deine Muse. Okay. Manchmal frage ich mich, ob es eine gute Idee war, Kephallenia zu verlassen. Eine Muse. Ach hey. Wir Leute, die halbe Stadt hier. Versuchen wir noch unsere Muse zu holen, na. Für unseren hoffentlich dann nicht mehr betrunkenen Schauspieler. Digi, mach keinen Scheiß, Alter. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Einen kann ich ja bestimmt abbestellen hier, ne? Gut. Das ist ja dann auch schon mal was. Einer weniger. Beziehungsweise an meiner Stelle waren ja direkt zwei oder drei. Das ist echt belastend, ne? Komm schon, Feigling! Ich will gar nicht kämpfen. Merkt ihr das nicht? Ich will hier nur die Story machen. Mich nicht mit ganz Athen prügeln. So, liebe Muse. Mal schauen, ob ihr den überhaupt kennt. Ich denke, hä? Was? Kenn ich nicht. Der ist ja geflüchtet oder sowas. Din, 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 din. Wartezeiten sind da. Din, 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 din. Ja, das sind sie. Nicht wirklich mein Typ. Zu viele Muskeln. Aber wenn du die Drachmen hast, werde ich mich damit arrangieren können. Ah ja. Thespis sagte, ich finde dich hier. Oh, mein liebster Thespis. Ein Künstler auf so vielen Gebieten. Aber reden wir über uns. Nee, nix uns. Du verstehst nicht. Ich brauche deine Hilfe. Das tun viele. Diese Hände halfen schon mehr Menschen als Hippokrates. Ach ja. Nein, Thespis hat mich hergeschickt. Ich gebe dir sicher keinen Rabatt, nur weil du mit ihm bekannt bist. Nein, ist die hohl. Thespis will, dass du zu ihm gehst. Er braucht deine Hilfe, um morgen aufzutreten. Thespis liebt es, aufzutreten. Aber diesmal wird er es ohne mich tun müssen. Aber Muse. Befehlshaber Rexenor sagte, es würde mich mein Leben kosten, wenn ich mich momentan mit Thespis abgeben würde. Warum sollte der Befehlshaber dir drohen? Es geht um dieses dumme Theaterstück. Sie tun alles, was sie können, um Kleons Ruf zu schützen. Aber okay. Dich zu bedrohen? Künstler sind ein abergläubischer Haufen. Befehlshaber Rexenor weiß, dass Thespis nicht auftritt, wenn seine Muse nicht auf ihn wartet. Ja, super. Ich höre ziemlich oft von diesem Befehlshaber Rexenor in letzter Zeit. Er ist einer von Kleons Schoßhunden. Einige der Mädchen haben mir von ihm erzählt. Verkleidet sich gern mit einer Robe und Maske. Und er tut gern Leuten weh. Also ein Kultist. Tut mir leid. Er leitet die hiesigen Einheiten. Seine Männer sind ständig hier.
Er wüsste sofort, wenn ich zu Tespis gehe. Keine Sorge, ich kümmere mich um diesen Befehlshaber. Du verstehst nicht, was für ein Hund er ist. Er ist mehr als nur irgendein Athena-Soldat. Was meinst du? Okay. Geheime Treffen, komischer Besuch. Er ist einfach gruselig. Du musst ihn töten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, Mose, genau. Wenn ich es tue, gehst du dann zu Tespis? Nein. Es wäre mir ein Vergnügen. Sieht ein bisschen bekifft aus, oder? Wo finde ich den Befehlshaber? Auf der anderen Straßenseite Richtung Norden. Die Mädchen müssen ihn dort besuchen, wenn er Gesellschaft wünscht. Hat wohl nicht genug Ausdauer, um herzukommen. Ah ja. Kannst du ihn beschreiben? Er trägt einen dieser großen, dummen Helme. Ja, das sagt einiges. Damit kompensiert er andere Dinge. Keine Sorge, ich kümmere mich um ihn. Bring mir sein kleines Schwert als Beweis. Ich bin bald zurück. Bring mir dein kleines Schwert. Niemand sollte sich glücklich schätzen, bevor er stirbt. Bis dahin ist er nicht glücklich. Okay, liebe Leute, das war auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Der betrunkene Schauspieler hat einiges dagelassen. Nicht schlecht auf jeden Fall. Support ist kein Mord. Ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.